So, servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Herzlich willkommen zu Kleinleinche. Wir sind hier beim Hof Petershagen und Habt Spaß dabei, zieht euch die Folge rein. Hallo. Und freut euch. Und hallo. Das sowieso. So. Ja. Also, ja. Auf jeden Fall, Herr Müller. Ja. Sie haben auf jeden Fall dadurch Hausfriedensbruch begangen, da der Herr Petershagen Sie aufgefordert hat, das Grundstück zu verlassen, da Sie dies nicht nach mehrmaliger Aufforderung getan haben, gilt dies als Hausfriedensbruch. Ja, bei Petershagen fällt das dann unter Sachbeschädigung, weil, sag ich mal, das Auto jetzt beschädigen, als hätte es nicht sein müssen. Herr Peter, darf ich da mal Schwürden drehen? Ja. Und was ist mit der Person, die da drin liegt? Das wäre dann schwerste Körperverletzung. Das fällt auch noch mit drauf. Sachbeschädigung plus Körperverletzung. Leider. Was ist jetzt eigentlich mit meinem Kollegen? Ich glaube, der ist. Und der liegt da hinten ganz gut, glaube ich. Oder ist der Rettungsdienst schon da? Ja, der Rettungsdienst kümmert sich gerade schon um den. Gut. Ja, also eigentlich, sagen wir mal, ist der Ausbildungsbruch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Weil das könnte sie aber natürlich auch als Bußgeld zahlen. Ich weiß nicht, was Ihnen lieber ist, ob Sie lieber ein Jahr ins Knästle gehen wollen oder lieber Bußgeld zahlen. Lieber Bußgeld. Bußgeld, alles klar. Da wären wir dann bei 10.000 Euro. Was? Okay, das ist dann doch noch mal. Oder wollen Sie doch lieber ein Jahr ins Knast? Also, ich zahle Sie überlassen. Würde ich doch meinen. Oh, geh lieber im Knast. Na, wir kriegen hier ein hochmodernes Sicherheitsgefängnis, weil wir haben hier so ein paar Wahnsinnige laufen. Da ist aber die Finanzierung noch nicht durch. Die ist schon lange abgeschlossen, die Bauantrag. Ja, Körperverletzung, das ist bei Ihnen eigentlich schon ein bisschen mehr, weil das wäre eigentlich eine Freiheitsstrafe von tatsächlich 5 Jahren. Und, also Geldstrafe geht natürlich auch, aber das beträgt sich natürlich ein ganzes Stück höher. Happy. Definieren Sie ein ganzes Stück. Ja, das sind Happy, wir mal darf ich da mal was einwerfen? Sie wollen den Mann die Existenz rauben, habe ich das richtig? Das ist nicht korrekt, aber ich gehe nur nach dem Gesetz und das Gesetz schreibt vorbei. Ja. 5 Jahre Haft oder Bußgeld. Ja. Und können Sie das vielleicht ein bisschen tiefer setzen? Weil er hat ja aus Effekt gehandelt. Der war ja nicht in der Lage. Der hatte ja Panik um sein Hof. Ja, stimmt. Das kann man machen. Also sagen wir mal, es wäre jetzt gesamt, sag ich mal, bei Körperverletzung plus wegen der Sachbeschädigung sind wir so bei, ehrlich gesagt, machen wir 40.000. Soll ich das jetzt überweisen? Ach, am besten, ja. Der Faul. Jamel auch einmal. Was ist denn mit dem Zaun und dem Keller? Achso, nee, kann ich tatsächlich nicht. Stehen bleiben. Ja, genau, für den Schaden vom Auto müssen Sie natürlich müssen Sie mit der Werkstatt klären, was das kostet. Ja, und mit Ihrer Versicherung. Das müssen wir wohl abwarten mit dem Überweisen, das ist gerade so ein bisschen schwierig. Glaube ich. Das sollte eigentlich doch gehen, oder nicht? Ach, jetzt geht's. 40.000. 16.000. Ups, das ging an den Falschen. Gut, das ging jetzt an die Gemeinde. Herr Jansen, halten Sie mal weiter. Ja, das machen wir dann eben. Das leiten wir dann weiter. Gut, Herr Müller, haben Sie sich schon überwiesen? Von Ihnen ist auch noch nichts gekommen. Ich kann Ihnen nur gerade nicht überweisen, weil ich habe nichts dabei. Wir haben nichts dabei. Herr Müller, ja. Dann geht das bitte an die Gemeinde, wir leiten das weiter. Genau. Also es wäre beides gegen das Gewalt, es wäre eine gesamt
50.000. Genau, machen wir dann in den nächsten Tagen einfach über den kurzen Weg, genau. Genau. Ja, genau. Ja, ganz das Ding sehr hell. Den Schaden von dem Zaun plus Fahrzeug müssen sie mit ihrer Versicherung klären. Ich glaube, das Fahrzeug kann in der Presse, ist nur ein Golf. Ein Golf hat ganz. Also, soll ich den gleich platt fahren? Kann ich machen. Ja, Peter, können wir den direkt zusammenfalten und in den Container schieben? Würde ich sagen. Also, lassen Sie mal gucken. Ich habe da vorne einen Container. Ich habe da vorne einen Container stehen, da können wir den reinwerfen. Aber jetzt muss ich da mal was fragen. Herr Müller, was wollen Sie überhaupt hier? Was messen Sie denn? Ich glaube, also nochmal wieder ein paar Schritte zurückgehen und das Tor von außen angucken. Ein paar Schritte zurückgehen und das Tor von außen angucken. Warum? Jetzt sind wir ja. Ich glaube, der Peter sagen möchte, dass Sie den Hof verlassen. Wir denken, kommen Sie mal bitte rüber hier. Aber Herr Müller, beantworten Sie doch mal die Frage von unserem Bürgermeister. Wir haben den Verdacht, dass hier Chemikalien auslaufen. Oder Betriebsstoff. Herr Peter, Herr Jansen. Ja, bitte. Haben Sie mir da was zu sagen? Betriebsstoffe, das ist doch Ihr Thema. Ja, es wurde mir nahegelegt, dass hier eine Umweltverschmutzung stattfindet. Und habe den Herrn Müller und seinen Kollegen dafür beauftragt, ein Gutachten anzufordern oder zu erstellen. Inwieweit die Verschmutzung hier vorgedrungen ist und wie wir das schnellstmöglich beseitigen können. Ihr dreht ja gleich auf die Fresse. Und leider, Herr Müller, stimmen Sie mir gerne zu oder dementieren Sie es, hat das Gutachten ergeben, dass auf dem Grundstück hier ziemlich viel ausgelaufen ist. Wir haben auch Spuren gefunden, die könnte ich Ihnen zeigen. Und das heißt, es müssen großzügige Erdarbeiten stattfinden? Ja, also soll ich Ihnen die zeigen? Wir sind direkt hier in der Nähe. Ja, das können wir gleich machen. Aber warten Sie mal kurz. Also es muss umgegraben werden. Es heißt auf jeden Fall, so wie ich das verstanden habe, Herr Müller, es ist die ganze Fläche betroffen und ein bisschen Land drumherum. Und ich sag mal so, Herr Petersagen, es tut mir wirklich leid. Aber es heißt, wir müssen auch die Gebäude entfernt werden und unten drunter der Bodenaustausch stattfinden. Bayer Jansen, was ist denn mit den Tieren? Ja, das ist natürlich. Moment! Das ist noch auch so ein Thema, Herr Petersagen. Nee. Oha! Durch das, dass die ich Tiere mit gesagt. Dem Heu und Produkten aus ihren Feldern gefüttert wurden und da ja Chemikalien nachgewiesen wurden, müssen leider die Tiere notgeschlachtet werden. Erste Zwischenfrage: ja, welche bitte. Chemikalien woher? Das macht der Herr Müller. Hallo. Wir haben erstmal Diesel gefunden, der im Boden enthalten war. Diverse andere Chemikalien. Mhm. Wenn ich mich da recht entsinne, hat der Herr Faul da mal was gesagt aus der Nachbarschaft, dass da mal. Ja, ich habe ja mit den Herrn Vorderhagen oder so gesprochen, telefoniert mal ganz kurz. Und da war irgendwas mit Müllheide im Nachbardorf, ich weiß es nicht. Der steht ja da vorne. Guten Tag, hier geht's wieder. Einigermaßen entsprechend. Ich muss nicht ins Krankenhaus. Haben Sie Glück gehabt, der Petersson. Das ist gut. Hervorragend. Oh. Verdammt. Was ich so fragen wollte, also das ist jetzt Ihnen überlassen, ob Sie da gegen den Petersson noch eine Anzeige erstatten wollen wegen Körperverletzung oder nicht. Das klären wir gleich. Ich glaube, wir sind gerade bei dem Thema mit der Müllheide aus dem Nachbardorf. Genau. Können Sie das da ein bisschen erläutern? Genau, da sind illegale Chemikalien verarbeitet worden und die laufen hier unter den die laufen Rohre unter dem Boden lang von dem Herrn Petersagen, dem Hof, und die müssen, da die Müllheide jetzt beschlossen wurde, müssen die Rohre natürlich auch ausgetauscht werden. Und wenn sie natürlich hinten an dem Abfluss gucken von der Waschstation, da sieht man auch ein bisschen Chemikalien.
Was klingt so ganz komisch? Also war das auch so, dass die Rohre leicht undicht waren, oder ist das jetzt nur durch das Haus? Das kann ich jetzt natürlich nicht erläutern, das müsste ich mir natürlich angucken. Ja, aber wieso kommen sie denn auf Notschlacht und der Tiere dann, wenn das sowieso nicht der Fall ist? Ja, hier, stopp, faul hier. Das sehe ich auch, leider. Ja. Ich glaube, der Herr Jansen möchte sterben, ja. Ich glaube. Frau Morgenstern, das möchte ich definitiv nicht. Aber meine Tiere werden nicht geschlachtet. Paul? Wir müssen hier leider halt nach den Vorschriften handeln. Ja, also genau. Um welche Flächen geht's jetzt ziemlich genau? Um das Feld hier nebendran auf jeden Fall. Aber hier, wo jetzt gerade das. Hier da, das Feld. Und das Feld neben gegenüber. Und die Hoffläche, haben sie doch gesagt. Und die Hoffläche natürlich. Herr von der Hagen? Also quasi zwei Drittel meiner gesamten Landfläche. Genau. Ja. Also von der Anzahl her, jetzt nicht von der Fläche. Weil von der Fläche ist das mehr. Also. Ja. Also da laufen noch ein bisschen weiter, aber ihre Felder sind damit inbeschlossen. Nee. Wie seine Felder, dann sind ja auch meine mitbegriffen. Meinst du, es läuft ja da unten auch schon? Also das geht auf jeden Fall bis über die Straße noch, bis zum Feld 67. 67? Also Kmier, wie kann das denn? Da läuft das doch hier hoch, oder nicht? Ja, das wären mehrere. Ja, das läuft hoch. Also ganz bescheuert im Kopf sind sie auch vom Umweltamt, oder? Nee. Herr Faul, ja, anscheinend wohl. Seit wann fließt denn Wasser hoch? Es fließen Rohre hier lang. Hier in die Richtung. Ah, das ist denn hier der Pump. Und hier wenn Rohre da fließen, mache ich mir Gedanken. Dann sind die entweder ganz schön warm. Ich meine natürlich, die laufen hier lang. So. Und hier drunter ist ein Kreuz unter ihrem Hof. Und das läuft dann in die Richtung. Ich glaube, ich muss bald noch ein Kreuz aufbauen. Erfahrt sie ihre ebenen Fragen, wieso wir dazu kommen, dass auch die Tiere verseucht sind. Ja. Von diesem alten Werk haben wir noch Baupläne bekommen. Und da steht drin, dass als diese Flussrohre gebaut worden sind, die aus Ton gebaut worden sind. Die gibt's ja auch. Und die sind halt jetzt schon, das war vor 50 Jahren. Und da nehmen wir jetzt an, dass sie sehr stark zerstört sind. Also wollen Sie mir jetzt im Endeffekt sagen, dass ich den ganzen Bums hier eigentlich platt schieben kann und mich quasi also ganz weit verziehen kann? Wenn der Boden komplett ausgetauscht ist, dann könnten wir wahrscheinlich wieder aufbauen, aber das würde ja nicht dauern. Also, so. Zwischengrätschen, nee. Jo. Also ich will das sagen, also Ihre Kennzeichen, ne? Nee, kommen Sie Klappe nicht mit den Kennzeichen. Also, was ist jetzt unser kleines Problem? Was wollen Sie mir damit meinen Kennzeichen erzählen? Die sind grün und das ist tatsächlich nicht. Oha, ich fahr weg. Auf Wiedersehen. Geringe Steuer und das ist Steuerhinterziehung und die müssten schwattern, ist hier im Bundesland nicht erlaubt. Oha, ich hau ab. Also das bleibt jetzt meine mögliche Verwarnung, wenn sie die ändern, dann ist alles gut. Aber Herr Piet? Ich glaube, ich brauche sie nicht ändern, weil ich muss ja sowieso alles abgeben. Also ist das ja scheißegal, dann kann ich die Kennzeichen da auch runterschrauben. Das ist sehr gut. Dann kannst du sie da auch abgeben, das habe ich ganz mitbekommen. Also Herr Piet, können wir das mit den Kennzeichen vertragen? Bitte? Können wir das mit den Kennzeichen eventuell vertragen? Wie ich vertragen? Ja, dass wir das danach klären? Ja, können wir danach klären. Das wäre super. Herr Petersagen. Ich fühle mich gerne so auf. Es ist aber nicht nur schlechte Nachrichten für Sie. Sie haben ja gerade schon gehört, dass der Bodenaustausch Jahre dauert. Ja. Die Gemeinde. Das stimmt mir der Herr V bestimmt zu. Und das ist doch stimmt. Faul antreten. Stellt gerne eine Ausgleichsfläche für Sie zur Verfügung, wo Sie Ihren Hof wieder aufbauen können.
Weil hier ist es ja nicht mehr möglich. Richtig, richtig. Unter der Prämisse, sie brauchen auch neue Tiere, weil das Thema ist auf jeden Fall durch. Das Thema ist durch, ja. Das hat sich abgeschrieben. Ja, also jetzt mal so eine ganz blöde Frage. Ja, fragen Sie blöd. Und was soll ich das wieder aufbauen? Soll da ich mir die Gebäude wieder aus Rippen schneiden, oder was? Herr Petershagen, ich werde Sie natürlich als Bürgermeister ganz gut entschädigen. Und ich denke, die Firma da, die Umweltbehörde, müsste ihn da ganz gewaltig unterstützen. Dafür werden wir sorgen. Das will als ich doch Gemeinde, hoffen. Das kann es ja nicht sein. Und Herr Petershagen, Sie können ja im Endeffekt nicht viel dafür durch die Verschmutzung von einem anderen Unternehmen. Deswegen werden Sie da, wie der Herr Faul schon gesagt hat, gut entschädigt. Und ich stelle auch bei der Polizei eine Strafanzeige. Wir müssen natürlich erstmal ein Wertgutachten erstellen von dem kompletten Hof, was dieser Wert ist, weil da liegt mir aktuell noch nichts vor. Außerdem Herr V. liegt was vor, das er mir nicht weitergegeben hat. Nee, leider. Und wenn wir das ermittelt haben, können wir Ihnen natürlich ein Angebot der Entschädigung zukommen lassen. Aber ich weiß, dass die große Halle 350.000 kostet. Hier liegt ein Gutachten von 1,1 Millionen nur vor. Und ja, okay. Sie sehen ja selber. Von 1,1 Millionen? Ja. Ja, mehr ist das gar nicht. Also, da standen aber andere da. Sind bei dem Gutachten die Feldflächen mit dabei, die betroffen sind? Da sind nur die Feldflächen und das Grundstück. Da ist nichts drauf. Achso, ich kann sagen, ja. Das ist das Problem. Na gut, also dann. Wir wissen ja nicht, was die Gebäude jetzt wert sind. Das müssen wir durchkalkulieren. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Gutachter vorbeischicken, der die Gebäude bewertet. Ja. Und dann können wir ein abschließendes Angebot machen. Allerdings schon mal, dass Sie einen Anhaltspunkt haben. Die Ausweichfläche für Sie wäre bei der Flurnummer 68. Na, das kann ja dann jetzt auch nicht. Herr Janssen. Warum nicht? Weil wir sehr gehört haben und ich denke, Sie sind ja auch vom Fach. Gut, wenn hier schon das Leck ist, wird 30 Meter weiter das Leck ja auch noch sein. Oder sehe ich das falsch? Ich würde sagen, und, wenn ich kurz eingrätschen darf. Ist das Feld 68 auch betroffen, Herr Müller? Und die Region da drumherum? Ich gucke kurz. Herr Petershagen. Ich würde Ihnen gerne eine Fläche zur Verfügung stellen. Ja, ist leider betroffen. Wenn ich ganz kurz zwischengrätschen dürfte. Ja, Gretchen selber. Ja, Gretchen. Also ich würde sagen, Gretchen, nicht, dass er stolpern. Auf jeden Fall wieder, ja. Sieh mal, Kollege, wir haben ein bisschen ernst zu tun. Ja, klar. Ja, wir sagen, zwecks Kennzeichen, komme ich nochmal auf Sie zurück, ne? Genau, und von der Hagen, wenn Sie Anzeige erstatten wollen gegen den Petershagen, dann kommen Sie zum Präsidium, ne? Mach ich, natürlich. Alles klar. Dann vielen Dank für Ihre Hilfe. Natürlich. Schönen Tag noch. Können Sie mich mitnehmen zum Präsidium? Mein Auto ist ja Schrott. Natürlich. Vielen Dank. Also, bis auf Nimmer Wiedersehen. Für die Fehlinformation, das hat man mir nicht mitgeteilt, dass dieses Gebiet da unten auch verseucht ist. Also quasi alles meine Flächen. Ja, nicht nur Ihre Flächen. Da werde ich jetzt auch mal mögen zu reden. Das ist nicht mein Problem, also, was mit Ihrer Fläche ist. Das ist aber mein Problem. Das ist richtig. Ich möchte das Gutachten von Ihnen mit allen Flächen, Bodenproben und was wo ansteht. Und das so schnell wie möglich auf meinem Schreibtisch. Ja. Am besten gestern noch. Ja, genau. Und Herr Faul, wir haben jetzt immer noch das Problem mit einer Ausgleichsfläche für den Herrn Petershagen. Ja, das ist wohl wahr, leider. Es gäbe eine Fläche. Seit wann können Sie denn damit entscheiden, welche Fläche denn für den Herrn Petershagen frei ist? Ich kann sagen, welche Fläche nicht betroffen ist. Das können Sie mir bitte im Gutachten schreiben. Gut. Fährt einer von Ihnen Richtung Gemeinde später? Nein. Weil mein Fahrzeug ist verunfallt und die sind gerade ohne mich abgehauen. Das ist Ihr Problem. Klingt wie ein Sie-Problem und nicht wie ein Ich-Problem. Herr Müller, wenn Sie hier vorlaufen, da vorne ist der Taxistand. Okay, viel Spaß. Dann geh ich mal. Wegen Ihnen gehen jetzt 600.000 Euro gerade den Bach runter. Von meinem Feld. Alleine mein Feld.
setzen sich das klar. Und Herr Jansen, das ist nicht das letzte Wort gesprochen. Fußbus, Marsch, Marsch. Da wo kein Schnee, ich darf auch nicht spreche ich. Wenn die Umwelt verseucht ist, kann ich jetzt auch nicht dienstliche Konsequenzen machen. Haben. Sie hätten das lesen müssen. Sie hätten das lesen müssen. Sie hätten gucken müssen, welche Flüge das sind. Ich habe betroffen sind. Sie haben doch unterschrieben und den Stempel draufgesetzt. Hier sage ich ja nichts dagegen. Ich habe nur nicht ja, super, gelesen, danke, dass der Hof mit runterfällt. Ja, danke. So. Danke. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Ausgleichsflächen. Mhm. Herr Faul, welche Flächen stehen der Gemeinde noch zur Verfügung? Am besten auf der anderen Uferseite. Ja, da müssen wir in die Unterlagen gucken. Ich sag ja mal so, wir haben ja jetzt noch ein paar Tage Zeit hier. Also ich denke, das wird echt schwer. Und er muss ja eh noch den Gutachter kommen und dann komme ich eh noch mal auf sie zu, wegen den ganzen Entschädigungssummen. Und dann werde ich ihnen auch eine Ausgleichsfläche mitteilen. Oder ja, Herr Jansen, das bringt ihn ja nichts. Sie haben doch gehört, der darf doch nichts weitermachen. Was soll der Herr Peter sagen? Er kann sich um seine Maschinen kümmern. Er kann da mithelfen, wenn die Tiere abgeholt werden. Schlimm genug. Und er kann natürlich mithelfen, dass die Futtermittel, die aktuell noch im Bestand sind, vernichtet werden. Herr Petershagen. Ich werde Sie selbstverständlich unterstützen. Wir haben ja im Dorf unten die große Tierweide. Ah? Ich kenne da jemanden, der vielleicht die Schafe vielleicht retten kann. Und das ist ja gutes Kapital. Ja, das sind vor allen Dingen auch ein paar. Viele sind es noch nicht, aber... Wir müssen mal den Tierarzt kommen lassen. Vielleicht kann er sagen, ob die jetzt wirklich vergiftet sind oder so. Wenn die nicht vergiftet sind... ich würde sagen, wir bringen die bei uns unten auf die Wiese. Müssen sie halt leider ein bisschen Wasser hinfahren, ein bisschen Getreide und so, dass sie ein bisschen was zu futtern haben. Ja, aber bitte nicht das Getreide, was hier von den Feldflächen kam. Ja, gut, von dem Getreide habe ich, glaube ich, nicht. Ja, also das ganze Heu. Dass das Futter mit verseucht ist, deswegen ja auch dieser radikale... Nee, also das ist Getreide, was ich hatte, das ist beim Landhändler eine Verarbeitung. Was? Okay, das sind Informationen, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Ja, ich meine... Herr Peter, sagen, was brauchen Ihre Schafe denn? Gras und Rüben. Also Gras habe ich jede Menge bei mir auf dem Hof. Ja, weil ich glaube, meine Ballen kann ich dann ja auch in eine Tonne treten. Ja, die können sie alles in eine Tonne treten. Ja, heißt im Endeffekt allerdings auch, meine Milch kann ich eigentlich auch in eine Tonne, die, bei der Wolle dürfte wohl nicht ganz so viel passieren, aber die Milch kann ich eigentlich in eine Tonne treten, die hier ist. Ja, leider. Und der Tierarzt muss auf jeden Fall durchgucken. Weil ich sag mal, das Endgutachten, hoffe ich, liegt jetzt auch bald vor. Will ich doch auch hoffen. Und dann setzen wir uns noch mal zusammen, dann gucke ich mir das Ganze genau an. Und dann finden wir da eine Lösung, Herr Petershagen. Mhm. Herr Jansen. Ja, Herr Faulen. Was wäre denn mit dem Flur 50, dass wir den Petershagen da ansiedeln? Flur 50? Ja, der wäre dann halt wirklich zentral. Das wäre der zentralste Hof dann ausnahmsweise. Und die Ersatzweide wäre ja auch nicht weit weg. Richtig, die Ersatzweide wäre halt im Dorf, da bräuchte er nur Hilfe. Das wäre natürlich interessant, wenn diese Fläche noch zur Verfügung steht und der Herr Petershagen damit vereinverstanden wäre. Natürlich wird dann hier das Gutachten, was es die Summe ergibt, gegen die neuen Grundstücke gerechnet. Alles, was übrig bleibt, bekommen Sie natürlich. Und ich denke auch eine Entschädigung von der Verursacherfirma. Die werden wir aber noch in Erfahrung bringen. Da stellen wir Strafanzeige, auf jeden Fall. Alleine wir von der Gemeinde schon. Weil sie sollen ja da nicht den... Sie haben zwar jetzt den Schaden, aber sie sollen natürlich entschädigt werden. Tja, Frau Morgenstern, das tut mir sehr leid für Ihnen. Sie hingen an den Schafen, oder? Hallo, sind Sie noch da? Ich muss mal kurz nach dem Kind gucken, Entschuldigung.
Alles gut. Sie hingen an den Schafen, kann das sein? Ja, das ist mein Leben. Meine Tiere sind mein Leben. Ja, ja, ich merke das schon. Ja. Werden Tierarzt beauftragen, dann werden die durchgeguckt. Und das schnellstmöglich, das wird noch gemacht, bevor das Gutachten da ist. Ah, den rufe ich gleich sofort an. Ich habe da einen super netten Kollegen, der kann das machen. Mhm. Der kommt auch bei mir bei den Kühen immer. Ja. Den rufe ich an, der soll vorbeikommen, mal eben gucken. Aber die karren wir heute hier definitiv dann noch im Weg bei uns auf dem Feld. Dass die hier schon mal aus dem Gefahrenbereich dann heute noch rauskommen. Ja, und kriegen frisches Futter. Das organisieren wir auch, oder Herr Faul? Ja, das kommt von meinem Hof einfach. Da fahren wir ein paar Ballen rüber. Wie, was denken Sie, Herr Peters, haben, wie viele Ballen brauchen Sie pro Tag? Ach, pro Woche. Pro Woche. Ja, die brauchen nicht so wahnsinnig viel. Okay, okay. Ja, holen wir einfach bei mir was weg. Ja, aber auch da. Also, erstmal wird es tatsächlich auch ohne gehen. Na, ich habe noch ein paar Rüben, denke ich. Oder der. Ja, der Landhalter brauchen wir jetzt nicht mehr fragen. Da haben wir gerade was gehört. Doch. Mhm. Das hat sich erledigt, ey. Ja, ich meine, das ist halt doof, weil man hat ja entsprechend geerntet und verkauft. Ja gut, sie können ja nichts dafür, sie wussten es ja nicht bis zu dem Zeitpunkt. Richtig. Leider, leider, leider. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, wahrscheinlich ist hier kompletter Bodenaustausch komplett nötig. Ja. Aber ja, ich hoffe, das wird der Herr Müller endlich in seinem Gutachten zu Papier bringen. Das hoffe ich auch für ihn. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass das Gutachten schon fertig ist und nicht in der Schwebe hängt. Und Herr Jansen, lesen ja, Sie vorher nach. Ja, ich gebe es dir ja zu, ich habe es gelesen über Feldflächen und nicht, dass dieser Hof mit betroffen ist. Ja, ich gebe es zu. Das ist mein Fehler. Gut, danke. Peter sagen, das tut mir auch nochmal leid, aber ich schaue, dass wir das bestmöglich für Sie hinkriegen. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich komme auf jeden Fall nochmal auf Sie zu, sobald die Daten alle da sind. Ja, und ich glaube, ich gehe gleich mal dabei, meine Kennzeichen überzulackieren, dass der komische Vogel mir da nicht auf den Sack geht. Aber passen Sie auf, dass es nicht reflektiert, weil sonst kommt er Ihnen gleich wieder. Idee, ich mach die einfach, also wie die ostfriesische Flagge. Weißer ja, Adler auf weißem Hintergrund. Richtig, richtig. Na gut, Herr Faul. Ja, Herr Jansen, was kann ich denn für Sie tun? Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt mal weiterfahren. Und die Ich denke auch, das wird noch Wochen im Kauf nehmen. Das denke ich allerdings auch. Richtig. Ich habe gehört, dass es hin und wieder auch ein bisschen schneller geht. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. All, Arme anwinkeln, Beine bilden eine rotierende Scheibe, Füße berühren nur zum Richtungswechsel den Boden. Ja, das stimmt wohl. Wir sind schon auf dem neuen Hof. Wahrscheinlich. Ja, ich denke. So. Ja, okay. Ja. Haben Sie denn schon einen Termin? Theoretisch ja, praktisch. Nein, ne? Da war ja, da hatten wir beide doch gestern gesprochen drüber. Ja, das ist richtig. Ah, wo sie dazu ihre Affäre wollten, genau das war das doch. Ich hab's doch in Erinnerung. Ich weiß ja nicht, also mit wem sie gesprochen haben, mit mir, also zumindest war das Thema nicht. Ja, da haben sie Halluzinationen. Ja, das kann wohl sein, Faul hier, hallo. Ja. Dass Sie hier sind, habe ich wohl auch mitgekriegt, Herr Faul. Ja, ja, Faul hier, hallo. Ja, liebe Leute. Wenn ihr den Faul nochmal wiedersehen wollt, dann schaltet zur nächsten Folge ein. Solange und wenn ihr noch ihn ganzen... noch sehen könnt. Oh, oha, oha, hört ihr das? Ja, liebe Leute.
Und schaut bei den Herrn Jansen vorbei. Na, der ist ein super Kerl hier. Na, ich wünsche euch noch angenehme Tage. Bis zum nächsten Mal. Euer Faulchen. Tschö. Ciao.